Hallöchen! Gary? Sind wir jetzt live? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind live. Siehst du, jetzt wissen wir nämlich wieder nicht, wie wir diesen Filter. Jetzt wissen wir nicht, wie wir aus diesem Filter rauskommen, ne? Das ist das da? Ey, jetzt zwei alte Männer vor dem Computer, das wird was. Oh, jetzt hast du es, guck mal, jetzt hast du es ausgestellt. Warte mal. So. Wir haben es gleich, ja? Also kurz gedulden. Aber ich will so einen Beautyfilter haben. Wo war denn der? So mit. Wie heißt das mit? Nee, das ist zu arty. Ja, wir sind live. Was ist das da? Wir probieren ein paar Sachen ab. Nee, da wird mir schlecht. Also, wir machen die komplett weg, den Filter? Da. Vielleicht so. Hm? Ah. Ja, hallo. Ach, guck mal, hallo. Hallo, wissen Sie, wie geht's uns? Uns geht's gut. Wir beantworten jetzt mal drei Minuten lang nur Fragen im Chat. Grüße aus Wien, Grüße zurück. Ihr seid auch tolle Schauspieler. Danke. Du bist auch ein toller Schauspieler, finde ich. Was wird das? Das wissen wir auch nicht. Und kannst du... Una saluto da Cristina da Italia. Bau, hallo. Ja. Bau zurück. Grüße euch auch. Himmel die Technik. Ja. Bin mega Fan, ich auch. Wir auch. Grüße aus Kiel. Liebe Grüße zurück nach Kiel. Hallo, ihr zwei. Hallo, du eins. Grüße aus Magdeburg. Hallöchen. Sophia hallo. Loves Music. Hallo, Hallöchen. Abend. Hallo. So, okay, jetzt haben wir draußen, okay. Leute. Oh, das muss ich noch. Liebe Grüße zurück nach Berlin in meine. Ich liebe Stunden der Liebe. Ja, wir lieben auch Stunden der Liebe. Also, wir haben heute mal gedacht, heute sind wir mal dran. Wir haben uns immer gedrückt, erfolgreich, ne? Das stimmt. Und dann dachten wir im neuen Jahr, machen wir jetzt mal einen Livestream. Jetzt ist Gerrig mal dran. Ja. Also pass auf, ihr habt uns ja ganz viele Fragen gestellt. Was ist die Frage? Warum trägt Erik keine Socken? Das ist eigentlich die wichtigste Frage überhaupt, die zu klären ist, oder? Warum trägt Erik Trägst du auch privat keine Socken? Doch, ich trage privat Socken, das ich stimmt. trage auch sonst Socken. Ich erkläre es jetzt ein für alle Mal, ich möchte das nie wieder irgendwo hören. Von niemandem. Ich trage keine Socken, weil Erik nicht friert. Das war einfach eine Entscheidung am Anfang. Der friert nicht und der hat keine Socken. Auch im Winter nicht? Ja, ich dödel hier mit Slippern ohne Socken durch den Schnee. Glaubt ihr ernsthaft, das macht Spaß? Und ja, ich habe kalte Füße und... Kenne ich aber, habe ich auch immer. Wie lernst du deine Texte? Auswendig. Ja. Wer hat mir heute die Klamotten ausgesucht? Wen meinst du? Meinst du Sven oder... Mich. Warte mal, hast du gefragt, oder? Können wir da zurückgehen? Ich war noch nie live. Sagen Sie, wer hatte Ihnen heute... Ja, ich fühle dich jetzt auch ein, ich bin ein Profi. Okay. Sagen Sie, ich lass dich fallen, ich hab dich. Ja, heute habe ich die Klamotten mal ausgesucht. Ich trage halt einfach so einen ganz schlichten blauen Pulli und... Das ist doch schwarz, oder? Das ist dunkelblau. Okay. Navy, macht ja nichts. Suchen wir unsere Klamotten selber aus? Ja, privat schon, aber beruflich nicht. Da gibt es ganze Abteilungen mit jede Menge Menschen, die uns die Klamotten aussuchen. Und die wir dann immer in der richtigen Reihenfolge anziehen müssen, wenn wir mehrere Szenen haben. Genau. Warum bist du Schauspieler geworden? Tatsächlich, ich wollte Schauspieler werden, seitdem ich 4 bin. Ich habe im Krippenspiel, habe ich den Josef gespielt. Und ich kann den Text noch sogar. Und das war lustig, weil ich glaube, es wollte sonst niemand mitspielen außer mir. Und ich glaube, die Maria gespielt hat, war irgendwie 5 Köpfe größer. Die war irgendwie schon 14 und ich war irgendwie 4. Und da war mir klar, ich möchte Schauspieler werden. Das erklärt, warum das mit dem Nachwuchs nichts geworden ist, ne? Also für... Wer hast du gespielt? Josef. Hast du Josef gespielt? Ich hab Josef gespielt. Josef ist doch die ärmste Sau in der Bibel, oder? Ich glaube, dass Maria sich die ganze Bibel ausgedacht hat, weil die fremdgegangen ist und die hat Josef dann die Geschichte erzählt. Aber ist nur so eine Theorie. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wie gefällt euch eure Rolle? Wie gefällt dir deine Rolle? Gary ist großartig, oder? Toll, es ist toll, das zu spielen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich das spielen darf und war total überrascht, als sie die Rolle ausgeschrieben haben und hab mich sehr gefreut, es dann machen zu dürfen und hier hinzukommen und so tolle Kollegen und Kolleginnen zu haben. Ich bin so froh, dass Gary mein Freund ist. Erik hat ja sonst keine Freunde, aber Gary ist meiner. Erik, du bist echt süß, du hast eine super Ausstrahlung. Ja, was sage ich dazu jetzt? Ohne Filter, ne? Oh, der ist gut. Der ist gut. Ne? Der ist gut. Vielen lieben Dank natürlich, ja, das ist immer schön zu hören. Ja. Seid ihr privat auch befreundet? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Also ich koche sogar vegan für ihn. Das stimmt. Wenn er denn mal da ist. Gibt es Schweinebraten und Tofu-Suppe.
Grüße aus Estland. Wow, Grüße zurück. Krass. Wie wird's weitergehen? Dürfen wir nicht sagen. Habt ihr die Wand selbst beklebt? Bekleben lassen. Dafür haben wir Bernd das Brot, unseren Social Media Beauftragten, der kümmert sich um solche Sachen. Das hat er auch super gemacht, oder? Das finde ich auch. Boah. Ach, für den Cliff möchten wir noch sagen, wir haben noch eine Überraschung. Also dranbleiben lohnt sich. Das ist so Clickbait. Ist das so? Ja, bleib bis zum Ende dran. Okay. Clickbait ist super, ja. Okay. Würdet ihr mit euren Charakteren befreundet sein wollen? Ja. Also, ja. Würdest du gerne mit... Mit Erik? Ja. Ich glaube, Erik würde nichts mit mir zu tun haben wollen. Oder? Der würde mich nicht mit dem Arsch angucken. Kekse oder Champagner? Muss ich da wählen? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Lieblingsessen. Was ist unsere Lieblingsszene? Die fand ich gut, die Frage. Was ist unsere Lieblingsszene? Also beeindruckend fand ich die Szene, das war relativ am Anfang, als Florian diese Infektion hatte und Erik völlig gebügelt durch den Park läuft und auf Gary trifft, der ihm gerade Blumen pflückt. Das war so, da habe ich das erste Mal mit Johannes irgendwie so eine Szene gedreht, die etwas emotionaler war. Da weißt du überhaupt nicht, worauf du dich einstellen sollst bei einem Kollegen. Und was der macht und was der kann und was der... Und ich weiß noch, so in der Probe haben wir das dann so runtergenudelt. So, okay, einfach den Text machen und die Position für die Kamera. Und dann fängst du da an zu spielen und sagst, ja, Florian. Und auf einmal guckt mich Johannes in dem Fall an und fängt es heulen an. Und ich war total erschrocken und... Die fand ich super, die Szene. Die war sehr intensiv und die war total überraschend. Und also das war so meine... Ja, aber ich glaube, weil eben, das war auch so, ich glaube, die erste Woche, ja, wo ich da war und dann gleich so ein Klotz irgendwie. Und weil es aber auch so in dieser Einfachheit, ich glaube, es ging darum, dass ich mir was, also Gary durfte sich was von Erik wünschen und kam dann an und gesagt, ich weiß nicht, was ich wünsche. Ich wünsche mir, dass Florian wieder gesund ist. Ja, genau. Und aus dieser Purheit und dieser Direktheit, ich erinnere mich da auch sehr gerne dran. Tatsächlich ist auch meine Lieblingsszene. Also die fand ich sehr schön, genau. Naja, und dann natürlich diese ganzen Comedy-Szenen, wenn Erik irgendwie versucht, Gary zu verstehen und Gary irgendwie versucht, Erik zu verstehen. Also da wirklich mal ein Kompliment an die Autoren für die beiden Figuren. Das ist schon wirklich ein Geschenk. Also und auch die Freundschaft. Ja, siehst du, zwei tolle Charaktere und dann spielt sie so gut. Ja gut, das Dankeschön. Muss jeder beurteilen, aber... Hallo aus dem Aargau. Habt ihr mal ein Fan-Treffen gemacht, mal gerade eben, oder? Italia-Fan. Habt ihr euch in einem Hotel für die Rolle vorbereitet? Ist ja eine ganz gute Frage eigentlich, ne? Mhm. Das ist ja was man eigentlich macht. Aber bei mir war es ja so, dass ich ja auch ans Hotel gespült wurde, ohne vorher Hotelerfahrung gehabt zu haben. Also insofern habe ich mich nicht an dem Hotel vorbereitet. Du, glaube ich, auch nicht, oder? Nee, das war ja das Gleiche bei mir. Also, man war eher damit beschäftigt. Also ich war damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie würde sich ein Frankfurter Banker an dem Hotel benehmen oder auch nicht benehmen. Und damit war ich gut ausgelastet, muss ich ehrlich sagen. Neuwied, liebe Grüße nochmal. Neuwied, da komme ich her. Da bin ich zur Schule gegangen. Liebe Grüße, doch, ist mein Ernst. Liebe Grüße zurück nach Neuwied. Also Koblenz die Ecke, aber Neuwied bin ich zur Schule gegangen. Liebe Grüße. Das finde ich ein super Trick. Das merke ich mir. Liebe Grüße aus dem Allgäu. Allgäu, super. Bin ich zur Schule gegangen. Wirklich, Allgäu, Hammer. Liebe Grüße zurück. Und Aargau. Aargau habe ich Abitur gemacht. Super. Und Graubünden. Wie viele Szenen werden parallel gedreht? Das ist ja auch oft so. Wow. Wie viel drehen wir eigentlich? Zwei. Es werden eigentlich immer zwei Szenen parallel gedreht. Wir drehen komplett die ganze Woche im Studio und parallel im Außendreh. Mhm. Ansonsten wird nichts parallel gedreht. Also sind immer nur zwei Szenen. Und am Tag sind es 52 Minuten? Also wir drehen sogar ein bisschen mehr als eine Folge, glaube ich. So was, ja, kann sein, ja. Also viel Holz. Tolle Schauspieler. Wie könnt ihr euch Texte am besten merken? Die können wir uns überhaupt nicht merken. Also ich kann mir die überhaupt nicht merken. Und ich tue mir nur so, als ob ich mir die merken könnte. Und der arme Johannes kommt dann immer, komm, wollen wir einen Text machen? Oh Gott. Ich glaube, du lernst ganz anders Text als ich. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so grundverschieden. Also ich würde mir, das ist ja oft dieses Missverständnis, das viele haben, dass das so ist wie in der Schule. Ich habe das auch gehasst, diese so Gedichte auswendig zu lernen oder so. Jetzt sind es ja einigermaßen in irgendeiner Form logische Unterhaltungen. Wenn ich reinkomme und einer sagt, hey, hallo Erik, dann muss irgendeine Art der Begrüßung zurückkommen. Die ist dann meistens Hi Gary und dann geht's ja irgendwie weiter. Ne?
Was aber viel leichter ist, finde ich immer, wenn ich mich daheim hinsetzen müsste, müsste mit dem Text und müsste mit dem Zuhalten, so, würde ich ewig brauchen. Aber wenn ich mit dem Text ans Set gehe und der Regisseur sagt, dann gehst du da rüber und dann machst du das und dann streichelst du dir in den Kopf und dann machst du das und dann küsst du die und dann gehst du wieder raus, dann ist es total einfach, den zu lernen. Also finde ich zumindest, oder? Das ist sehr englisch. Ich glaube, das ist ein sehr englisches oder amerikanisches System. Really? Ja. Yeah. Weil tatsächlich, ich merke es mir wirklich über, also wenn ich irgendwie vorher schon irgendwie mir den Text angucke, über komplett über die Haltungen und über das Ziel, das Objective. Aber ich... eben, das ist, da lernt jeder unterschiedlich und das ist ja dann auch immer schön, wenn es dann so zusammenkommt und wenn man dann... Guck mal, für mich die besten Schauspieler aller Staffeln, Erik, Gary, Ariane. Das soll der Viola ausrichten. Die freut sich. Liebe Grüße aus München. Aber vielen lieben Dank, ja. Das ist immer total schön zu lesen alles. Und es ist vor allen Dingen, muss ich sagen, am Anfang hat's mich sehr gefreut, weil wenn du den Bösen spielst am Anfang, und das ist die arme Viola, darüber will ich gar nicht reden. Du spielst dir einen Wolf und du machst und du tust und liest dann im Internet und so, so böse, so gemein, so bip. Das ist total verführerisch, statt immer vor der Kamera zu stehen und den Lieben zu spielen, weil du, ach, heute war Erik so lieb und am Anfang fand ich Erik doof, aber mittlerweile finde ich ihn super cool, aber auch ohne Socken gefällt er mir mittlerweile gut und es ist total, ja, ist trotzdem irgendwie total schön, das dann mal zu lesen, dass diese Mühe, die man sich da macht, und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass wir uns die machen und wirklich jede Szene, also gerade auch mit dem Johannes und mit der Lena oder mit der Viola, sind ja so meine Hauptspielpartner gewesen, dass man sich wirklich, wirklich Lust drauf hat und Spaß hat und einfach eine Spielfreude hat. Und es ist total schön zu sehen, dass sich das dann transportiert und dass die Leute irgendwie, warum auch immer, ob es traurig ist, ob es lustig ist, ob es dramatisch ist, dass das irgendwie rüberkommt. Spielfreude lässt sich nicht coachen. Das stimmt. Nee. Was sagst du dazu? Nee. Grüße aus Bamberg! Da warst du mal zurück! Bamberg warst du mal. Bamberg war ich wirklich, ich bin ja Feuchheimer, hab ich Abitur gemacht. Also da und in Graubünden in der Schweiz und im Aargau. Im Aargau, genau. Ich verstehe. Kommt alles sehr authentisch rüber. Ja, das so soll es sein. Es soll leicht aussehen. Sind wir müde? Wieso sehen wir so aus? Sehen wir müde aus? Erik hat immer Socken an. Hier, guck mal. Ausnahmsweise. Heute auch. Macht weiter so. Ja, machen wir. Wie spielt man einen Autisten? Hast du dich besonders informiert? Bist du Autist? Das ist immer eine spannende Frage. Ich werde sehr oft damit konfrontiert, welche Krankheit hat Gary. Und ich werde es nicht beantworten, weil ich das gerade schön finde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich glaube, wir haben da auch noch nie drüber gesprochen. Aber ich finde das so schön, dass die Serie, und das ist sehr, sehr selten, gerade auch in dem täglichen Format, dass die Serie eine Figur nicht auf ihre vermeintliche Krankheit irgendwie herunterbricht. Dass es darum nicht geht, dass eine Figur nicht stigmatisiert wird. Und das ist was ich sehr, sehr besonders finde, weil man so vielleicht auch dazu beitragen kann, einen Menschen einfach mit einer Andersartigkeit, als man das vielleicht selber gewöhnt ist, irgendwie zu betrachten. Ja. Oder? Also ja, und das wird natürlich auch dadurch unterstützt, also das, ich weiß gar nicht, ob das so eine Entscheidung war am Anfang, aber halt auch Erik zu spielen, der in den ersten zwei Szenen den Typen komplett komisch findet. Und da überhaupt nicht drauf klarkommt. Das ganze System ist gestört, ne? Nichts, was Erik in seinem Leben bis jetzt gelernt hat, passt irgendwie auf das, was auf ihn da eintrasselt. Und dann aber einfach dann, dass er das dann einfach akzeptiert. So vollkommen, was hat Gary? Gary ist doch völlig normal, ja. Finde ich, das fand ich schön, ja. Und dass das auch in der... Ja, das ist klar. Ist doch gut, dass es mal nicht irgendwie... Dass das eben nicht zum Thema gemacht wird, sondern einfach so hingenommen wird, weil das kenne ich so tatsächlich auch noch nicht. Oder sagen wir mal, sehr selten. Liebe Grüße nach Würzburg, nach Nürnberg und Doris soll ich grüßen. Mehr konnte ich mir jetzt nicht merken im Live-Chat. Ich gucke seit 2007. Boah. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Was haben wir denn noch für Fragen? Jetzt pass auf, wir haben uns was überlegt. Wir machen jetzt folgendermaßen. Wir spielen jetzt ein Spiel. Jeder muss Fragen beantworten über den anderen innerhalb von einer Minute. Wer die meisten Fragen beantwortet, kriegt Schokoflop. Schokoflop.
Also. Also, wir nehmen die Fragen von dort. Du fängst an, okay? Aber, okay. Du beantwortest Fragen bei mich? Fangen wir ja, an? Mach okay. Ich. Habt ihr also, ihr stellt, Moment, ihr stellt jetzt Fragen an mich, egal was, und du musst so viele wie möglich davon beantworten. Eine Minute, warte mal. Okay, dann, ich brauche... Okay, los geht's. Liebe Grüße zurück in die Türkei. Liebe los. Grüße nach Recklinghausen. Stellt Fragen an mich, keine, ich habe noch keine Fragen. Du bist mal, ist mal was anderes. Es sind gerade zwischendurch die lustigen Szenen, ist auch mal sehr, ne? Ich verfolge ihn. Also. Fang jetzt einfach an, du verlierst. Du keine Fragen. Entschuldigung, wenn keine Fragen. Lieblingsessen. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Vegetarisch. Falsch. Wann hat der. Boah, wann hast du Geburtstag? Du hattest Geburtstag. Ah, August. bist du untergewichtig? Ja, mit Antworten. Ja, beschreibe Sven in drei Worten. Spontan, laut, liebevoll. Stimmt, erste Frage stimmt. Okay, jetzt habe ich Hunger. Was, nee, das ist nicht zu dir, das ist... ist doch egal, was ist Erika am Was Lassen? Ist Erika? Kekse. Cool. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Wie viel Erik steckt in Sven? 70-30 würde ich sagen. Bestimmt drei. Lieblingsfarbe blau. Falsch. Blau falsch? Falsch. Wie geht es? Ihm geht's gut. Größe 1,77. Gut, 4. Wow. Ist Erik verheiratet? Nicht, dass ich wüsste. 5. Okay. Minute ist vorbei. Ist vorbei. So, jetzt Fragen an Johannes. Boah, das war jetzt aber, hast mich aber auch kalt erwischt. Okay. So, jetzt pass auf. Ich hau jetzt 10 mal aus. Okay. Okay, also jetzt Fragen an Johannes, Fragen an Johannes, Fragen an Johannes. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter runter scrollen. Ja, ganz unter. Okay, deine Texte, direkt ihre keine Zockensfrage an mich. So, wir brauchen jetzt. So, jetzt so, es geht los. Johannes. Okay. Hier, kannst du da? Okay, ja. Auf die Plätze fertig, los. Verheiratet, nein, ist nicht verheiratet. Redest du mit normalen Menschen auf der Straße? Nee, macht er nie. Hat er Haustiere? Nee, hat keine Haustiere. Finde ich so größter Wunsch. Sein größter Wunsch ist, mal Erik zu spielen. Gary, bist du verheiratet? Nein, ist er nicht. Single oder vergeben? Single. Sternzeichen, Gary ist Jungfrau. Lieblingsfilm, Einer flog übers Kuckucksnest. Hat er eine Freundin? Nee, im Moment nicht. Hat Gary noch unbekannte Kinder? Nee, sicher nicht. Geburtstag, Gary hat am 11.11.11.11. Vergeben, nee, Gary ist nicht vergeben. Woher kannst du so gut golfen? Hat er von mir gelernt? Kurz oder weitsichtig? Weitsichtig. Ihr seid toll. Ja. Wie alt ist Gary? 12. Wie alt ist Johannes? Älter? Verliebt? Ja, ist er. Du hast noch 15 Sekunden. Also, sehr gut. Wie lange seid ihr zeitmäßig zwischen Dreh und Sendung? 12 Wochen. Das ist keine Frage. Doch, klar. Welches Auto fährt Sven? Wir fahren beide, dürfen wir nicht sagen. Hat Johannes eine Freundin? Sag ich nicht. Lieblingsrasenmähermarke? Weiß ich ja. Nicht. Beschreibt euch mit drei Worten. Live, Instagram, jetzt. Wie viel sind okay, vorbei. Okay, es waren 9. Okay. Ich würde sagen, weggerotzt, oder? Du kennst mich besser als... Weggerotzt. Als ich dich. Also, träumst du von Sven-Szenen mit ihm? Sven-Szenen mit ihm? Ob ich, ja. Kann Johannes nicht grüßen, das musst du beantworten. Wen denn? Ich bin zu langsam. Ja, liebe Grüße, Luisa. Nee, Aaron 17. Aaron, dich grüße ich auch. Guck mal, du hast eine SMS okay. bekommen. Ich habe eine SMS bekommen. Seine Lache. Ja. Belohnt. Okay. So. Garys beste Eigenschaft. Boah, das ist... Oh. Also, möchtest du das sagen? Weil ich kann mich, glaube ich, nicht entscheiden. Ist eine Ehrlichkeit, oder? Ja, die Ehrlichkeit, die Direktheit, das Pure, diese Unverblümtheit. Einfach nicht dieses, was man kennt, dieses Voreingenommene. Unkonventionell und einfach ehrlich. Ja. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Was musst du dir... Haben wir was da? Ich muss gerade gucken, wegen der Überraschung. Bleib dran bis zum Schluss. Und abonniert jetzt den Kanal. Und bleib bis zum Ende. Und drückt auf... Macht das überhaupt Sinn? Drückt das auf Kaufen. Okay. Stirbt man als Schauspieler eigentlich gerne den Serientod? Das musst du, glaube ich, beantworten, weil ich bin noch nie den Serientod gestorben. Du schon, oder? Bist du? Ich bin in Serientod. Serientod bin ich einmal gestorben. Gestorben bin ich öfter. Wer sich als deutscher Schauspieler nicht einmal von dem Amerikaner als Nazi hat umbringen lassen, hat eigentlich nicht gelebt, finde ich.
Aber ich bin bei Unter uns bin ich gestorben, ja, als René Sturm. Bin ich abgestürzt mit dem Flugzeug. Stirbt man den gerne den Tod? Ja, schon, weil man natürlich weiß, es ist ein großes Ereignis, das um einen herum gebastelt wird. Und es gibt eine Beerdigung, an der man, das wisst ihr hoffentlich alle, da gibt es ja den Glauben, dass es Unglück bringt, wenn man nicht bei seiner eigenen Beerdigung dabei ist. Ich war damals als Friedhofsgärtner im Hintergrund mit Perücke und Brille, habe irgendwie das Laub gehakt. Und ja, das ist natürlich toll, aber es ist auf der anderen Seite schließt es natürlich auch meistens ziemlich deutlich aus, dass man dann wieder zurückkehrt und das ist natürlich doof. Aber ich bin da gut und gerne gestorben, ja. Also lieber da als irgendwo sonst. Was denn? Liebe Grüße, ich habe gerade gesehen, Viola ist da und ich glaube, Merv ist auch da. Viola ist da, komm ja auch Viola mal in 2 Sekunden rein, oder? Viola, schick mal eine Anfrage. Viola. Es wäre dann die erste Überraschung. Viola ist die, wo die Ariane spielt, ne? Ja, die. Können wir die da reinholen? Kann man? Nee, das ist jemand anderes. Wo kann man das denn machen? Wo kann man hier? Da, oder? Da, ja, ist besser. So. Genau, schreiben. Da, schau. Geh zurück. Fuchs. So. Geht das? Bestimmt. Würde ich dir auch gemeinsam unterfahren? Ja, wenn wir machen. Klar. Können wir mal machen. Werde ich dir auch vorher geschminkt? Ja, das ist notwendig. Oh, hey! Hallo! Hey! Wo bist denn du? Ihr habt gerufen. Ja, wir haben gerufen, da bist du. Kommst du gerade aus der Dusche? Ja, ich komme gerade aus der Dusche, genau. Hm? Ich sage jetzt einfach zu allem ja. Bist du fertig mit Drehen heute? Ja. Oh, wie schön. Hast du es geschafft? Ihr auch. Ich hab's geschafft. War ja, anstrengend wir heute. Wir auch. Wir haben dich heute sogar, mehr dürfen wir nicht verraten, wir haben dich heute sogar erwähnt. Ja, das stimmt. Erwähnt. Das kann ja nichts Gutes gewesen doch, sein. Doch. Hör mal. Riane ist doch ein Dauerbrenner. Mhm. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles super. Genieß den Feierabend. Schau euch gerne zu. Ich hatte einen schönen Tag, ja. Ja. Alles gut geklappt. Gib uns mal Kritik, was sollen wir denn machen? Das vorhin mit der Schokolade war nicht so gut, ne? Da hat man so lange gekaut, ne? Wie meinst du jetzt beim Live-Sein? Wenn du dir möchtest, die wir jetzt beim Live-Sein ändern sollten, was soll das? Naja, zieht euch halt mal aus, oder? Du bist so einfach gestrickt, das ist unglaublich. Blöde Frage. Ich bin einfach, sagt der Richtige. Ja, Entschuldigung. Wir haben hier auf jeden Fall. Entschuldige Sven, aber das sagst du immer von dir selbst. Ja, gut. Deswegen habe ich das gesagt. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ich sitze nur hier gerade, weil Bernd ist ganz gut geworden. Ausziehen. Siehst du? Bernd kommt gut an. Habe ich gewusst. Der liegt hier mit einem halben Hirnschlag neben mir. Nee, alles okay. Gut. Und was hast du heute noch? Hast du schon Abend gegessen? Nein, ich war eigentlich gerade dabei, als ihr mich gerufen habt. Aber du hast so. Aber Arbeit geht vor und deswegen. Was? Ja, ich hungere gerne dafür, dass ich jetzt bei euch bin. Ich habe jetzt gerade Knäckebrot mit Frischkäse gegessen. Da geht's dir richtig gut, ja? Ja, ich lasse es richtig krachen heute. Trendkost, ja. Ja, meine Ohren sind schon ganz rot. Guck, genau so ist es. Aber die sind überhaupt immer rot, wenn ich aufgeregt bin. Bist du aufgeregt? Naja. Ich auch ein bisschen. Er ist freudig erregt. Ich verstehe. So, Viola, dann schmeißen wir dich jetzt wieder raus. Mach das! Es war uns eine große Ehre, dass du da warst. Du bist Spaß. Die Beste. Und wir lieben dich. Ciao! Tschüss, ciao! Jetzt können wir mal testen, ob wir die Viola rausschmeißen können. Nein, Viola, das ist ein interner Witz, weil wir wissen wollten, aber geht irgendwie nicht. Ne? Nee. Geht nicht. Ha. So, was machen wir jetzt? Okay, ich geh schon. Du bleibst jetzt drin. Oh. Das klang jetzt total unüblich, was ich gesagt habe. Viola. Aber das ist nicht so gemeint. Nicht rausschmeißen, das weiß ich auch. Das ist nicht so gemeint. So.
Ja, siehst du, hat mir doch geschickt, wie das, ja, ich weiß, Das ging. ja, ich bin so doof. Ich weiß ja auch nicht. Das geht natürlich, aber wir sind wirklich, wie alt bist du? Du bist 32? Ich werde nächste Woche Geburtstag. Ich werde Schnapszahl. Ich glaube, es 33. Ja. 33. Dann sind wir zusammen mit 75. Ist klar, dass wir kein Handy mehr bedienen können, wir zwei. Ne? Wie seid ihr zur Stunde der Liebe gekommen? Ach komm, das ist so alt, die Frage, oder? Casting, Bums, Bums und drin sind wir. Merve soll dazu kommen. Ja, nee, das ist hier nicht Garys Wunschkonzert. Wir holen hier rein, wen wir reinholen. Du machst lieber TikTok. Machen wir mal TikTok? Sollten wir mal TikTok machen? Das sind so TikTok. Das ist. Wem danke ich? Das ist Oder wen ich jetzt? Darf man nicht reingucken? Gucken wir Dschungel, was? Dschungelcamp. Dschungel kenne ich, kenne ich, was ist denn das? Nee, gucke ich Ich nicht. auch nicht. Hello from Belgium. Ah, I made my Abitur in Belgium. Den merke ich Ich habe mir. am 8. Februar, stand da noch, 8. Februar habe ich Geburtstag. Februar. Könnt ihr Gerne Lena. soll dazukommen, ja, das finde ich auch. Immer, oder? Ich lade dich ein, wenn man ins andere Zimmer kommt. Ich hab kein Kostüm da. Das geht jetzt nicht. Warum trägt Erik keine Socken? Das haben wir jetzt wirklich Das haben wir am beantwortet. Anfang beantwortet. Erik friert nicht. Ich habe auch nächste Woche Geburtstag. Schon vorher gratulieren, das bringt, glaube ich, Unglück. Wie lange dreht ihr immer? Unterschiedlich, aber so ein Drehtag endet eigentlich um. 9 bis 19:15 Uhr. Warte mal ganz kurz, was haben wir da gehabt? Wie viel wusstet ihr von der Rolle vorher? Wie viel wussten wir von der Rolle vorher? Da kriegt man so einen, da gibt man so einen Auszug, so einen Satz, da steht dann drin, Erik kommt aus. Weiß es jemand, woher Erik kommt? Ich lasse die Frage mal offen. Und hat bei einer Bank gearbeitet und ist der Bruder von Florian. Und da wird die Rolle dann so beschrieben. Und dann wird beschrieben, was er so, wie er reagiert und was er für Charaktereigenschaften hat. Und was stand bei Gary drin? Auch das Familienverhältnisse, natürlich, dass er eine kognitive Beeinträchtigung hat, das Familienverhältnis mit Max, warum er nach Bichelheim kommt. Also das ist schon sehr, sehr ausführlich. Und dann kriegst du deine Szenen, die du vorbereitest, und da kannst du dich dann so ein bisschen dran orientieren. Aber da muss man natürlich dann noch viel, viel dran rummalen. Das ist wie so ein Malbuch, das in Das entwickelt sich Schwarz-Weiß ja ist. auch. Also alles, was dann irgendwie dazukommt und die Beziehungen, die man dann auch hier hat, das ist ja dann auch immer ganz spannend, was für ein Verhältnis hat man mit der Figur, was hat man für ein Verhältnis mit der Figur. Das ist ja. Elena fragt, ob wir was zu unseren Figuren hinzufügen können. Elena, wenn du wüsstest. Ja, Gott sei Dank. Dann muss man auch wirklich sagen, das ist eine große, große Stärke, finde ich, vom Sturm, dass man da gewollt viele Freiheiten hat, sich sehr viel einbringen kann, wenn man das will, und dass das sehr geschätzt wird. Und das ist tatsächlich sehr schön. Liebe Grüße aus dem Saarland. Liebe Grüße zurück. Hast du? Saarland? Nee, haben wir Saarland aber nichts gemacht. Saarland ist doch, wo die alle verwandt sind, ne? Entschuldigung, Sven, also da muss ich jetzt meine Lanze für Saarland brechen. Das kannst du so. Nee, das kannst du. Ich komme Weiß ich aus nicht. Rheinland-Pfalz. Das Das ist. sagt immer ein anderer blasser, Das dünner darf Junge. man darf auch vieles, was der Sven Ah, sagt, liebe Grüße vom Bodensee aus Konstanz. Liebe Grüße zurück. darf Ich man auch liebe nicht immer so Konstanz. ernst. Liebe Konstanz. Okay. Konstanz ist super. Was macht Konstanz? Ich habe davon gehört. Ich habe einen Bruder, der liebt den Konstanz. Und den darf ich verraten, oder? Darf ich das Das verraten? darfst du verraten, es kommt drauf an. Wenn nicht, habe ich Wenn es der jetzt Bruder das verraten. mag. Auf jeden Fall ist Konstanz wunderschön. Ich würde auch gerne in Konstanz leben. Ist Also auch. könnt ihr auch den ein oder anderen Joke selbst mit einbringen. Manchmal. Ja! Ich sag ja, Gott sei Dank. Und dann sieht man dann auch mal, wie viel Lust die Leute haben, miteinander zu spielen, so wie wir zwei. Erik, Gary, sehe ich da auf der Dispo. Fünf Bilder hintereinander und dann der passende Regisseur dazu und dann dreht man halb durch, ja, und es hört dann mit einem Puls von 180 wieder auf und es ist so verdammt schwer, da manchmal ernst zu bleiben. Ja. Oh Ja, vor allen Gott. Dingen, also es gibt da immer so gewisse Oh Konstellationen. Gott. Das Liebe Grüße zurück nach ist Forchheim. sehr schwierig. Guck mal, jetzt passt's. Und in Jetzt Forchheim habe passt. ich Abitur gemacht. Jetzt wirklich. Liebe Grüße nach Wien, da habe ich auch, ist auch meine zweite Liebe Grüße aus Heimat. Potsdam, auch eine schöne Stadt, Potsdam. Mein Gott, Sanssouci, warst du da mal? Ja, ich Boah. bin ja seit 8 Jahren lebe ich ja in Berlin. Also jetzt gerade in Potsdam ist München, super. aber What's your favorite Potsdam. traditional dish? Cookies.
Kannst du meine Mama Martina und meine Schwester Sandra grüßen? Liebe Martina. Liebe Grüße. Liebe Sandra. Liebe Grüße. Liebe Grüße aus der Pfalz. Pfalz ist auch schön. Ja. Weiß man viel zu wenig und war ich noch nie so wirklich richtig. Das ist auch super, weil ich finde, das sind so geheime Orte. Ja. Genauso wie Rheinland-Pfalz, wo ich hierher komme. Was ein super schönes Bundesland ist, aber irgendwie geht das immer so ein bisschen unter neben den anderen. Finde ich auch, aber das muss ich jetzt mal machen. Wo muss ich dahin nach? Koblenz ist toll. Koblenz ist toll, du kannst die ganze Rheinstrecke, fahrt beste Zugstrecke, ihr fahrt von Mainz mit dem Zug den Rhein hoch, super. Muss man sich nur in den Zug setzen. Gary. Johannes, Entschuldigung, wir brauchen immer das ist tatsächlich eine halbe Stunde, bis man sich einerigt und gerrigt und dann schreien wir schon über den Flur. Und dann brauchen wir wieder eine halbe Stunde, bis man daheim ist. Und Johannes sagt auf, was machst du immer abends, wenn du nach Hause kommst? Und telefonierst zum Beispiel. Dann bin ich sehr einsilbig. Also das ist wirklich so auch sehr, ciao, Italia, sehr direkt und sehr, sehr schnell zum Punkt kommen. Tatsächlich, das muss ich kurz erzählen. Ich habe, weil es kommen oft auch so Fragen, vermischt man manchmal Sachen? Und ich hatte das, ich war in einem Lokal und habe was bestellt. Mhm. Und das kam wirklich so aus mir und ich war selber total überrascht. Ich saß am Tisch und es gab irgendwie so ein, ich glaube, irgend so ein Menü und da gab es ein Getränk dazu und das gab es aber irgendwie gratis und ich wollte das Getränk bestellen und dann guckt mich die Bedienung an und sagt, ja, aber das Getränk ist da nicht mit inbegriffen. Und dann gucke ich sie an und es kam wirklich so raus und sagt, das ist aber nicht nett. Und die Bedienung schaut mich an und kann und wirklich so diese Reaktion, eigentlich genau das, was wir auch beim ersten Treffen hatten, ist so, ja, stimmt, tut mir leid. Und ich musste aber in dem Moment so lachen, weil mir das selber dann in dem Moment bewusst geworden ist. Mein kognitiv beeinflusster Kollege. Nein, dass das dann wirklich, also manchmal, also das geht dir doch bestimmt auch so, dass du manchmal im Privatleben so Momente hast, weil du dich so viel damit beschäftigst, dass da plötzlich so die Figur mal kurz rausguckt und sagt, hallo, das war im Urlaub tatsächlich. Ja, gut, aber weiß ich auch nicht. Ja, Erik ist ja schon eine Spitze. Also wenn ich nicht rumlaufen würde wie Erik, ich glaube, hätte ich auch keine Freunde, glaube ich. Also Grüße aus Amerika, liebe Grüße zurück. Aus Amerika? Sven, bekommt man für die eigentlich noch Autogrammkarten? Klar. Schwer. Wann wurdet ihr? Oh Gott, es ist so viel, warte mal, ich bin so alt. Aber mal eine Lesebrille für mich, ich kenne sie jetzt. Willst du meine haben? Ja, du bist da, du hast doch da. Mit deinem Cola-Gläser zurück. Mit wessen Rolle würdet ihr im Sturm mal tauschen wollen? Erik. Habt ihr Kinder außer Josie? Ja, Kinder hab ich. Kinder habe ich. Ich habe zwei hübsche kleine Buben. Ich muss immer viel über Erik lachen. Ich auch. Ich auch. Also das ist wirklich furchtbar geworden mittlerweile. Wir gehen ans Set und das Schlimme ist, je besser man sich kennt und man weiß genau, wie der andere reagiert. Oh Gott. Man sieht dann immer so ein kleines Blitzen und da reicht schon in den Mundwinkel einfach nur so ein leichtes Zucken haben. Oh Gott, und dann musst du 10-mal ansetzen und okay, Achtung und bitte. Oh, ist dir mal aufgefallen, das passiert uns vor allen Dingen an so einem Freitagabend im letzten Bild. Ja, aber irgendwas total Gefährliches, wenn man diese Woche haben wir auch wieder so einen Regisseur, der selber total viele Jokes da noch mit reinbringt, wenn du so kurz bevor du drehst, irgendeinen Witz noch reinschneid und ja, okay, super, das machen wir. Hatten wir jetzt doch gerade wieder irgendwas, ne, wo ich mich irgendwie verspreche. Ich habe mich in der Probe versprochen, habe gesagt, ja komm, das ist doch super, das können wir doch drin lassen. Und dann sitzen wir da und ich verspreche mich und auf einmal schreit jemand hinter der Kombo den richtigen Text wieder rein, obwohl wir gerade gedreht haben. Also ich sage, und dann sagt die, nein, du musst eigentlich den sagen. Ich habe noch gesagt, wir lassen das drinnen und dann, oh Gott, ist das teilweise, das ist wirklich furchtbar. Und das ist wie bei, da gibt es doch so eine Serie, wo man da so nicht lachen darf. Ah, ja, ich weiß was, dürfen wir den Namen sagen? Ich weiß nicht. Nee, aber ihr habt die bestimmt, gibt es auch ein deutsches Format von, habt ihr bestimmt auch gerade gesehen. Ich gucke das nur so und denke mir nur so, oh Gott, lol, wenn ich da jetzt dabei wäre, ich müsste die ganze Zeit lachen. Gary, spielst du deine Rolle gerne? Ja, sehr gerne. Also, ganz kurz und knapp, ja. Also ich meine auch. Ich würde so gern Mäuschen beim Dreh sein. Wir haben nur ein Schwein, ne? Mäuschen bis jetzt. Eins, oder? Und ein Kaninchen. Ja. Ich liebe Ariane Krambach. Ja, ich auch. Was ist da los? Ja, die zwei besten Rollen momentan im Sturm. Vielen Dank. Das lesen wir so oft. Ist gemein. Gibt so viele tolle Rollen, finde ich. Aber wir sind ja die besten, ne?
Sven hat schon einige, was, aber Sven hat schon einiges von Erik, kommt mir vor. Ja, total, na klar. Ja, sowas wie Erik kannst du sonst nicht spielen. Liebe Grüße aus Frankfurt. Liebe Grüße zurück, sagt man. Und das sagt man nach. Liebe Grüße aus Sachsen, ja, sag mal, ist ja komplett Deutschland hier vertreten. Ja, oder Amerika. Ist da keiner aus Legoland dabei? Wie heißt das nicht Legoland? Wie heißt das andere? Helgoland! Ja. Gibt ja auch Playmobil und Knicksnacks und wie heißen die alle? Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, Summer. Summer. So. Genau so. Sven, hast du mal was synchronisiert? Nein, doch, habe ich, aber nur mich selbst bis jetzt. Mhm. Österreich aber auch. Weiter so. Österreich aber auch. Da sagen wir uns mal nichts. Liebe Grüße, Holland. Freiburg. Liebe Grüße, Spreewald. Sammeln sind wir doch bald durch, oder? Der Pott fehlt noch. Zitroneneis. Oder? Ja, Zitroneneis. Was ist? Liebter Zitroneneis, da dreht ja, mir gleich ja durch. Liebe Grüße ja aus Oberfranken. Ja, liebe Grüße zurück nach Oberfranken. Franken! Ibuprofen? Nee, was heißt das? Nee, Ebenbüren. Der Sven braucht den Wort. Ich geh mit dir zum Augenarzt. Bernburg, wann kommt eigentlich die Überraschung? Ja, das frage ich mich auch. Was ist jetzt mit der Überraschung? Ja, die Überraschung, das ist so, das ist, wir hängen gerade ein bisschen. Das ist, also wir hängen, falls du verstehst, was ich meine. Hängen heißt, dass wir hinter der Zeit sind im Moment im Drehplan. Und dann. Also wir hatten da noch sowas geplant. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir das einlösen können. Das tut mir sehr leid, dass ich das so groß angekündigt habe. Und jetzt, weil ich habe eben eine Nachricht bekommen. Ich habe hier immer so, guck parallel auf mein Handy. Ich grüße Oma Hanne aus Moordorf. Noch eine Einstellung vor 20 Minuten. Das ist ja eine Riesenüberraschung. Ne? Ja. Wir sagen nicht, was ist. Das habe ich der Sophia versprochen. Ach so. Liebe Grüße aus Vorarlberg. Johannes, ich warte auf meine Autogrammkarte. Moment, ich habe ja die Autogrammkarten wirklich, weil es vorhin auch schon mal kam. Das ist, ich bin da auch ein bisschen hinterher. Das ist so viel geworden. Aber wir machen, das Studio hängt nicht. Gut. Der große Studio Flo, hängt Studio hängt nicht. Studio hängt nicht, gut. Danke, danke, danke Flo. Großer Flo. Ja. Grüße aus Oberösterreich, zurück. Gibt es für Neuankömmlinge nette Rituale? Nee. Oh, das ist spannend. Weiß ich nicht. Also Ritual, nicht, ich weiß noch, wir haben uns zuerst, das allererste Mal haben wir uns getroffen an der Maske, oder? Stimmt, in der Maske. Begrüßt, und Haut. Dann der erste Abend, da waren wir zusammen an der Isar. Das war total schön. Da saßen wir dann irgendwie und Sven hat seine Gitarre ausgepackt und wir haben ein bisschen gesungen und das war schön. Also war eine schöne, ich muss eh sagen, also gerade so die ganze Gruppe, die ganze Cast, das macht Spaß. Und natürlich kann ich Gabi grüßen und Oberfranken ist super, selbstverständlich. Optimal. Heiratest du Lia? Darf ich nicht sagen. Wie alt seid ihr? Zusammen 75. Haben wir vorhin schon gesagt, ne? Liebe Grüße aus der schönen Altmark. Wo ist Altmark? Ja, weiß ich auch nicht. Altmark. Siehst du, Angelburg in Hessen, damit kann ich was anfangen. Angelburg in Hessen. Angelburg? Burg. Burg. Das letzte Mal habe ich meine Brille aus, an. Sven aus Team Ariane oder Team Erika. Ach, das ist so fies. Ich sage das jetzt nochmal ganz kurz an der Stelle, dass ich extrem froh bin um die Schauspielkollegen, die ich hier kennengelernt habe. Und wie ich es vorhin auch gesagt habe, die fand ich wirklich alle großartig. Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Warte, das ist die erste Überraschung. Die erste Überraschung ist schon... Die ist schon da. Das ist eine Riesenüberraschung. Ja, ne? Okay. Ja, auf jeden Fall waren die, also fand ich die Geschichten toll oder finde die Geschichten toll und es hat total Spaß gemacht, die zu spielen. Und was dann geschichtlich mit den Paaren passiert, das liegt ja leider nicht in meiner Hand. Aber was ist denn jetzt hier? Also, Überraschung. Nächste Überraschung? Ja, kommt jetzt rein. Weiß ich nicht. Ist ja eine Riesenüberraschung. Vielleicht haben wir da was vorbereitet. Oh mein Gott! Meine Tochter! Ich bin so stolz. Oh. Hallöchen. Gott, siehst du wieder gut aus. Ich komme gerade frisch vom Drehen. Ja, wir haben gehört. So siehst du aus, aber es steht dir. Vielen Dank, du bist sehr charmant, wie immer. Lass dich öfter mal frisch durchdrehen. Ja, ich habe hier noch eine Überraschung. Was? Wer? Oh! Damit konnte keiner rechnen, ne? Nee. Wie geht's euch beiden? Ihr hängt?
Ja, wir sind jetzt fertig und machen es jetzt noch mal so. Der Fahrer wartet. Ja. Wir müssen es Ja, beeilen. nee, okay, Eigentlich. wir sagen Aber wir nichts. dachten, Ihr wir habt versuchen, das wichtiges, Versprechen zu halten. ihr habt Genau. wichtiges, ja, sehr schön. Wie war euer Dreh draußen? Also, das Kalt. andere Fragen, was ist euer Kalt. Wir Lieblings, spielen Gewitter und es ist ein Gewitter draußen. Es passt. Ja, es was ist ist sehr euer kalt heute. Lieblingsessen? Was ist eure Lieblingsfarbe? Wie seid ihr zum Sturm gekommen und warum trägt Erik keine Socken? Erik trägt keine Socken, Weil. weil er keine Socken trägt. Punkt aus. So, das ist meine Tochter. Ja. Da musst du nichts mit Also machen. ich hätte gesagt, Erik ist ganz heimlich eigentlich Masochist und liebt es einfach Blasen an den Füßen zu haben. Das wäre meine. Ja, da hat sie ja auch nicht ganz Unrecht. Ich meine, wer mit Ariane Kahlenberg zusammen ist. Also kriegt man eh kalte Füße. Weiß ist, dass die Josie ja auch im Off, also was, das wird nicht gedreht, ganz oft Eriks Füße auch so pieksen muss. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin irgendwie, es Gott, seht geht. ihr gut aus, ihr zwei. Was habt ihr für einen Filter drin? Wir haben überhaupt keinen Filter. Bei Wir uns ist können nur mal auf dem, wieder, was warte, nicht. wieso, wo ist denn der Filter vom Anfang? Ja, pass auf. Den habt ihr verpasst, weil wir hatten so. Ja, du Rosa. bist vorbei. Da, Ja, der da, Schweinchen ja. da. Das Schweinchen. Das ist kein So, jetzt Schweinchen. pass auf. Perfekt, Schweinchen. Nein, Das nicht ist bei dir Schweinchen. jetzt. Aber Na. jetzt pass auf, pass auf. Gut. Also, okay, also den fand ich schon ziemlich gut. Wo Der geht er ist jetzt gut. wieder weg? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Scheiße, geht er jetzt wieder weg? Da geht er Okay. wieder weg. Okay, Hattet nein. ihr einen schönen, hattet ihr einen schönen Tag? Also wir Habt haben ihr. No Filters needed, ja. Es Okay. ist. Habt ihr das jetzt eine Stunde lang gemacht? Filter ausprobieren? Ja, tatsächlich, das war. War auch Teil des Wir mussten auch Programms. Zeit überbrücken. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es kommt noch eine Überraschung. Ja. Ich hab wirklich geschwitzt hier, weil ich dachte, das klappt nicht Wir mehr. sitzen jetzt seit 2,5 Stunden hier. Wir haben kaum mehr Zuschauer und Ja, wir wollten viel früher kommen, aber manchmal ist das so, dass man dann ein bisschen überziehen muss. ja. Vielleicht Also, hosten. versteht ihr euch eigentlich privat? Nee, gar nicht. Ich hasse sie. Ja, ich finde sie auch ganz Und wie schwierig. lernt ihr eure Texte? Auch gar nicht. Ich hasse sie. Das ist meine Tochter. Ich bin ja, ach Gott, siehst du, und da denkst du dann irgendwie, du hast alles gesehen in deinem Leben und dann kriegst du so eine kleine Lena zugelost als Rolle. Das war schon auch. Die hat mir meinen Sakko versaut im Casting. Hat sie? Ja. Da hat ganz schlecht angefangen, aber die ist unglaublich schnell Das weiß sie, hochgekommen. glaube ich, nicht mehr, oder? Das sah gerade so aus. Ja, damit ich das mal höre. Ich habe so schlechte Ohren. Erzähl mal, was ist denn da Was passiert? ist da passiert? Nee, das war eine Szene, ja, das war ja eine Szene, die wurde ja nicht ausgekommen, kann man ja erzählen. Also auf jeden Fall musstest du irgendwas kochen oder irgendwas, ne, in der Szene, warum auch immer. Und rannten wir da rum und dann so, ja, und mach dann mal ein bisschen irgendwie, wie du willst und so weiter. Und ich war, und sie hatte die kompletten Hände voll mit Teig. Und ich hatte so, ich war schon irgendwie so aus dem Kostüm raus und so, ja, Sven, spielst du nochmal mit Lena irgendwie? Ja, okay. Und hatte dann meine Privatsache da an und hatte unten an so ein dunkelblaues Sakko an. Und sie kommt zu mir und, Erik, ich will. Und ich so, ja, okay. Und dann waren wir so fertig mit dem Casting und ich stehe dann irgendwie vor dem Spiegel um 10 Uhr, dass ich noch Lenas Mehlhände mit Teig auf dem Sakko hatte. Aber ist überhaupt kein Problem, die 80 Euro für die Reinigung, die, ne? Hast Immer gehört noch. jetzt. Hast gehört jetzt, ne? Ja, witzig. Ja, da habe ich alles gegeben und mich voll beschmiert. Wie geht's dir denn als Traumfrau? Super. Traumhaft wäre die bessere Antwort gewesen. Ja, die Lena ist echt zäh, das kann man wirklich sagen. Die Lena ist echt zäh. Die motzt nicht, die murrt nicht, genau wie Sophia übrigens. Die ist ja dann. Das glaubst du dir selber nicht. Sophia, wie ist es für dich, du bist ja Erik als Frau. Wie ist es für dich, einen teilweise zweifelhaften Charakter zu spielen, wenn ich das so sagen darf? Abwechslungsreich. Also ich finde es lustig und manchmal nicht so lustig. Manchmal denke ich mir, ich wünschte, ich hätte ein anderes Drehbuch und hätte eine andere Figur, die nicht so böse ist. Aber es macht ja auch viel Spaß, böse zu Ich habe es sein. vorhin gesagt, geht dir das auch so beim Spielen, dass es total verführerisch ist, lieb zu spielen? Dass man sich manchmal zwingen muss, böse zu spielen? Ja, na, es ist, wenn man es selbst nicht ist, dann ist es schon. So die kleinen Seiten hier, die machen Spaß, aber so richtig, richtig böse sein, da muss man sich schon noch ein bisschen dazu bewegen. Die Konstanze hat ja auch total ihre Motivation, also böse zu sein. Ja. Warum? Hat sie nicht? Ja, ich finde schon, ich Wenn finde. du das so sagst, Ja, ja. ich verstehe die Konstanze voll. Dass sie einfach.
Und wie ist das für dich, wenn du dann so bei Facebook die Kommentare liest? Das ist ja schon hart teilweise, ne? Finde ich. Also gerade wenn man so neu anfängt. Aber liest ihr die, das ist eine gute Frage, liest ihr alle Kommentare? Ich lese alles. Alles. Sven, du bist ja schon mit allen Wassern und allen Telenovelas gewaschen. Du schreibst auch immer noch, du schreibst auch Sachen und dann du antwortest auch. Manchmal, ja. Also wenn ich dann irgendwas lese und das geht mir dann richtig auf den Keks, dann muss ich da antworten. Da war zum Beispiel neulich eine Diskussion in einem dieser großen Facebook-Foren für Stunde Liebe und da war dann die Diskussion, aber Erik, weiß doch, dass Lia und Robert keine Geschwister sind. Und da wurde so eine Diskussion, ja, und diese Frechheit und die, können wir mal ganz kurz klarstellen, Erik weiß gar nichts. Das hat mich total aufgeregt, ja. Aber da reagiere ich dann schon mal, muss man mal dazwischen gerätschen. Das finde ich albern. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man das anfängt, dann kann man eben nicht mehr damit aufhören. Ich glaube, da würde ich dann zu viel Zeit damit verbringen. Ich bin schon immer wieder mal versucht, wenn ich so hin und wieder einlese, gerade wenn es sehr ausfällig wird, was schon hin und wieder passiert. Ich finde gerade bei Facebook. Ich finde, Facebook ist richtig fies. Dann kommt Instagram. Leider ist auf der ARD-Seite die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Ja, das war die beste Kommentarspalte. Da bin ich richtig gern gelesen. Ja, ich auch. Jeden Tag habe ich da Kommentare gelesen. Das war toll. Schade, dass wir so unter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Augen das besprechen. Vielleicht hört es die ARD, ne? Would be maybe good? Nee, also ich muss schon auch ehrlich sagen, also das trifft mich schon und deswegen muss ich mich da auch ein bisschen davor schützen. Also gerade wenn zur Hexenverbrennung aufgerufen wird oder so. Was? Also, nee. Wir können jetzt auf jeden Fall, man sieht es ja hier auch, die Sophia ist Teil eines Ensembles und wir lieben sie alle sehr und sie ist eine ganz Liebe und wir mögen sie alle und sie hat kein Grämmchen Böses in sich, also man fragt danach. Ja, provozieren darfst du nicht, ne? Da dreh die durch. Ne? Das stimmt. Ach, wie schön, dass ihr euch noch kurz die Zeit genommen habt. Voll schön. Ja. Wir kommen nämlich ja auch schon langsam zum Abschluss. Gibt es noch irgendjemanden, den ihr grüßen wollt? Wieso Frank Zappa früher? Ne? Gibt es noch irgendjemanden, den ihr grüßen wollt? Noch einmal kurz. Oh mein Gott! Wir lieben dich! Der holt uns jetzt ab, weil wir mit dem Auto fahren müssen. Was macht denn jetzt der Lorenzo bei euch? Wie kam das jetzt? Okay, ich gebe dir nochmal meine Brille. Ja, genau. Und dann. Sagen Sie die Grüße. Mein Gott, Traummann, Traumfrau, dass er ausgeboten wird, oder? Also, dann können wir euch jetzt auch einen Feierabend und hoffentlich sehen wir uns bald. Drehen wir diese Woche noch, mein Schatz? Oh ja. Oh, eine richtig geile Szene. Da freue ich mich richtig doll drauf. Super, ja. Super. Das machen wir. Also dann, ihr fliegt jetzt raus. Ich müsste wissen, wie es geht, weiß es aber nicht. Könnt ihr euch selber rausschmeißen? Ja, ich kann hier, glaube ich, auf das Kreuz klicken, dann passt das. Super. Super. Viel Spaß. Macht's gut, einen schönen Feierabend euch, ne? Geht mal länger. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Boah, da haben wir jetzt was abgefrühstückt hier, oder? Das waren ja so viele Überraschungen. Also ich finde, das ist habe ich nicht so viel verloren. Oder? Nee, also es war ja ein Feuerwerk und es kam völlig überraschend, wusste ich, was passiert. Ne? Ja. Oh, ich bin durchgeschwitzt jetzt. Ich auch. Ich fand es mega spannend. Für mich war das erste Mal live. Also danke fürs Zuschauen. Es war toll, danke für eure ganzen Nachrichten. Es wurde eben gefragt, ob der abgespeichert wird. Ich glaube, wir leiten das mal weiter, da lässt sich bestimmt was machen. Ja, und wir Erik sagen, läuft. Also ganz, ganz lieben Dank euch fürs Zugucken hier, unsere kleine Quatschstunde. Vielen Dank, dass ihr uns treu seid und dass ihr Sturm der Liebe guckt und dass es euch so gut gefällt und dass ihr da mit Leidenschaft dabei seid. Auch, dass ihr mit Leidenschaft diskutiert und dass ihr Sachen gut findet, Sachen schlecht findet. Das bedeutet ja nur, dass ihr involviert seid und dass ihr es guckt. Ich gucke überhaupt nicht mehr, aber gestern war wieder gut. In diesem Sinne, oder? Habt einen schönen Abend. Wir lieben Passt euch. Passt auf euch auf. Wir lieben euch. Und tschüss. Alles Gute. Ciao.